ja, ich grüße wieder alle, die sich hier auf meinen kanal verlaufen haben, und möchte heute äh, ein neues photoshop tutorial verfassen. dazu habe ich ja schon etwas vorbereitet. ich öffne photoshop, und zwar geht es um dieses bild. Äh, erstens hatte ich eine anfrage, äh, wie das zu bewerkstelligen ist. zum anderen habe ich es auch auf mehreren mehreren Tutorials schon gesehen und da wird es meiner Meinung nach ähm, ja sehr kompliziert gemacht oder auch nicht sehr sauber gemacht. Ähm, aber das wollte ich schnell zeigen. Das ist also wirklich auch mal wieder kein 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 Hexenwerk. Ähm, ihr werdet sehen, das dauert keine keine drei Minuten. Also äh, was möchte ich machen? Ich möchte diese Reifen hier in Bewegung setzen. Ja. Dazu dupliziere ich mir zuerst mal diese Ebene mit strgj. Dann gehe ich hier oben zu diesem Markierungswerkzeug, entweder mittels äh, linker Maustaste oder mit dem Buchstaben m. Schaue zu, dass ich hier oben in der Attributenleiste, hier oben, den zweiten Button bzw. den dritten Button von links angeklickt habe somit kann ich diese reifen gleichzeitig markieren so von dieser markierung mache ich jetzt ähm, ein duplikat mit strgj das schaut denn so aus ja dann mache ich hier auf dieser erzeugten ebene einen rechtsklick und konvertiere das in ein Smart-Objekt. Das gewährleistet uns, dass wir immer wieder äh, auf das, was wir jetzt erstellen, immer wieder zurückgreifen können. Das heißt, immer wieder korrigieren können, verstärken können, äh, abschwächen können und so weiter und so fort. Danach gehe ich hier auf Filter, auf die Weichzeichner-Galerie und gehe auf die Pfadweichzeichnung. Ja, in der Regel ist es so, dass dann Photoshop ein bisschen rechnet. Das hat immer etwas mit dem Rechner zu tun. Ähm, ja, wie stark der ist oder wie schwach der ist. Ähm, dann geht ihr hier oben in diese Attributenleiste. Ja, und macht mal diesen Haken bei Vorschau raus. Mit der linken Maustaste können ihr den rausnehmen. Die Geschwindigkeit, die steht von Hause aus, die steht immer bei 50. Die nehme ich mal runter, was weiß ich, auf 10, 15. Und auch von Hause aus hat hier Adobe diesen Fall ja auch schon äh, aufgerufen. Äh, da mache ich mal in diesem, hier am Ende von diesem Fall, mache ich mal einen Linksklick rein. Und dann geht ihr auf eure Testa Tastatur und geht auf Entfernen. Somit verschwindet der. Und jetzt könnt ihr mit der linken Maustaste hier einen Pfad zeichnen. Ich mache das mal hier vor. Ihr macht, also das könnt ihr grob machen. Das muss nicht Millimetergenau sein, aber das werdet ihr jetzt sehen. Ihr macht einen Linksklick. Wiederum einen Linksklick. Ihr lasst die linke Maustaste dann los und wenn ihr jetzt diesen Verlauf hier, äh, wenn ihr dem jetzt nachgeht, werdet ihr sehen, dass der da hier eine, ja, einen Kreis zeichnet. Ja, den macht ihr hier bis kurz vor Ende, äh, nach dem Klick, nochmals ein Klick rein und somit habt ihr diesen Pfad geschlossen. Das gleiche mache ich jetzt hier auf der rechten Seite. Wiederum ein Klick, noch ein Klick, gehe diese Rundung nach, noch ein Klick, 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 Klick, Klick. Und hier mache ich auch noch einen. Wieder noch ein Klick, damit der Pfad geschlossen ist. Und jetzt kann ich hier oben diese Vorschau wieder anmachen. Das mache ich dann auch. Und ihr seht, wie diese Räder sich in Bewegung gesetzt haben. Wie stark und in welcher Geschwindigkeit, das seht ihr hier oben an dem Regler. Geschwindigkeit, da könnt ihr dann einstellen, so wie ihr lustig seid. Ja, wie gesagt. Das sind dann Empfindungssachen. Ich lasse das hier bei 2023. Das ist meiner Meinung nach bei diesem Bild jetzt äh, ja, korrekt so. Ja, und dann bestätige ich das hier oben letztendlich nur noch mit OK. Photoshop rechnet ein bisschen, macht das eigentliche Bild auf. Und wie ihr seht, sind diese Räder in Bewegung gesetzt. Wenn ich allerdings jetzt genauestens hinschaue, ja, ich mache das mal hier äh, etwas größer, wenn es dann geht, warum geht es nicht? Weil nicht, weil ich ja so geht's, weil ich es nicht markiert hatte. Da seht ihr, dass äh, durch diesen Pfad, den ich gezeichnet habe, ja, äh, die Karosserie sich auch in Bewegung gesetzt hat, was in dem Falle ja nicht korrekt ist, weil es soll sich ja nur der, der Reifen bewegen. Was tun? Ganz einfach. Wir erzeugen hier auf dieser Ebene, erzeugen wir eine Maske. Und das machen wir zunächst einmal, indem ich die Alt-Taste drücke und dann hier unten auf das Maskensymbol gehe. Was zur Folge hat, dass diese, diese ganze Bewegung hier sich wieder in Luft aufgelöst hat. Das heißt, diese schwarze Maske deckt diese Bewegung ab. Und jetzt kann ich mit einem Pinsel in weißer Vordergrundfarbe diese Bewegung wieder nach vorne holen. Den Fluss den kann, ich, kann ich eigentlich auch auf 100 machen. Ähm, ich mache das, ich mache den mal groß, den Pinsel, weil das kann ich machen, weil jetzt brauche ich hier nur, mir das Ding zu nehmen, was ich brauche. Und wie ihr seht, voilà, ist der Reifen in Bewegung und auch nur da, wo ich es brauche, ja. Jetzt wird der eine oder andere fragen: ja, Warum hast du den nicht, äh, warum hast du den nicht äh, direkt so markiert? Ja, mit diesem Markierungswerkzeug äh, dabei äh, bei der, in der Weichzeichnergalerie habe ich nicht so äh, ja, die guten Erfahrungen gemacht. Ja? Darum mache ich es so, weil so ist es wesentlich präziser und geht auch schneller. Und vor allen Dingen. Wenn das Auto mal nicht so ist, wie man es hier sieht, sondern ähm, wo die Perspektive also nicht so frontal ist, äh, dann ist das schwierig, ja, äh, das einzustellen. Aber das wäre es gewesen. Wenn ihr, andre, wenn ihr eine andere Möglichkeit habt, schreibt es mir bitte gerne in den Kommentaren, weil das wäre es schon gewesen. Gut, es hat acht Minuten gedauert, machen wir mal, mal vorher, nachher, ja. Und wenn es euch so nicht gefällt, wie gesagt, man kann immer in die Weichzeichnergalerie reingehen und jetzt meinetwegen die Geschwindigkeit erhöhen. Bestätigt das wieder auf OK. Und dann rotieren die Reifen eben ein bisschen mehr. Nun gut, das wäre es gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.